Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder Zeit für eine Disney-Insel. Und diese ist wirklich wieder wunderschön. Teilweise ein bisschen schwierig für mich, wieder irgendwie Bereiche zu erreichen. Also wundert euch nicht, ich werde mich wahrscheinlich wieder ein bisschen verlaufen. Und oh, unsere Gastgeberin wieder wunderschön süß. Das kleine Minimaus. Ah, oh, ist das schön. Und das ist natürlich auch schon wirklich ein wunderschöner Eingang. Ja, so ein kleiner Park. Also traumhaft. Zeige ich euch erstmal schon mal die Karte. Also vom Design her aus sieht es eigentlich nicht so schwierig aus, aber ich würde mich trotzdem verlaufen. Ja, ihr kennt mich ja. Also zwei Häuser haben wir hier. Dann haben wir die Marianne, den Dominik, Chino, Gerrit, Holunder, Vega, Max, Bär, Strolch und Cleo. Ja, dann laufen wir schon mal weiter. Haben wir schon mal die Disney-Charaktere mit Daisy und Pluto und Goofy und wie sie alle heißen. Mega süß. Ich glaube, ich laufe erstmal hier außen rum. Unseren zweiten Gastgeber. Haben wir hier draußen natürlich, ja passend, Riel. Darf ja nicht fehlen. Steht so. Natürlich Ursula, darf auch nicht fehlen. Und unsere geliebte Krabbe, Sebastian. Also, man sieht schon, dass es hier ein bisschen eng ist. Deswegen, ich habe euch schon vorgewarnt. Dann geht es auch schon in den nächsten Bereich. Hier kam ich nicht so ganz drauf, wie sie noch heißt. Ist das Bayana? Weiß es nicht so genau. Also die neueren Filme, die habe ich bisher irgendwie, muss ich zugeben, noch nicht gesehen. Bin eher so Fan von älteren. Manchmal ist es wirklich schwer zu erraten, was es ist, wenn man so auf Inseln rumwandert. Aber es ist mega schön. Hängen wir jetzt mal fest. Verlaufen tun wir uns auch schon wieder. Ja, geht ja schon mal wieder richtig gut los. Wie immer. Luna steht hier rum. Ja, das war der eine Teil vom Strand. Deswegen gehen wir jetzt schon mal wieder zurück. Ist wirklich schwierig heute für mich. Musst du denn jetzt hier stehen? So. Dann gehen wir wieder rein. Und wieder am Eingang bei dem wunderschönen, ja, kleinen bisschen Vergnügungspark. Und dann schauen wir uns hier oben mal weiter um. Natürlich Schneiderei und ja, ein paar Lädchen, was natürlich auch sein muss. Natürlich passend die halt ja das Riesenrad und alles. Und da wusste ich nie, was ich mit denen anstellen soll, so wirklich. Aber hier machen sie wirklich absolut Sinn. Also werden sie hierfür geschaffen. Die Bänke finde ich hier wunderschön. Also traumhaft. Und dann arbeiten wir uns mal weiter. Jetzt geht's erstmal in den eigentlichen Teil von der Insel. Und da haben wir natürlich, wer passt hier am besten hin? Natürlich Mulan. Das ist eigentlich einer von meinen Lieblingsfilmen. Also, liebe ich wirklich. Und hier oben verstecken sich auch schon die beiden Häuser.
Das linke Haus ist nicht komplett ausgebaut. Ich glaube, zwei Räume gibt's. Gibt's halt, ja, die Dalmatiner. Einmal und ich weiß es gar nicht, ist es der obere oder der untere? Richtig geraten. Gibt es noch so einen grünen Raum? Also dieses Haus husche ich halt so ein bisschen durch. Denn das zweite, da können wir mehr entdecken. Ja, so einen ganz niedlichen Partyraum, so einen Birthday-Raum. Mega süß. Mega süß, Mann. Da wollte irgendwie das Mikro gerade nicht so. Haben wir hier natürlich noch so ein schönes Bad. Bisschen in Gold gehalten. Dann natürlich passend ein Kino. Auch sehr schön. Passen auch diese Massagesessel sehr gut zu. Sehen richtig gemütlich aus, also. Und ab in den nächsten Raum. Ich husche so ein bisschen durch die Häuser durch, weil wir uns ja weiter die Insel anschauen, aber die Häuser müssen natürlich auch. Hier noch so ein Partyräumchen. Das gefällt mir wirklich gut. Mag es ja allgemein, wenn es irgendwie leuchtet und alles. Und dann huschen wir ab nach oben und schauen uns den Dachboden an. Da haben wir ja so eine Spielhallenecke. Auch richtig süß. Und dann gibt es noch den letzten Raum, den Keller. Da haben wir auch noch mal wieder so eine Party-Ecke. Ja, doch. Doch, doch. Gefällt mir. Ja, gefällt mir. Es leuchtet. Damit kriegt man mich ja immer. Entweder muss es süß sein oder es muss leuchten. So, das waren die Häuser. Und ich hänge schon wieder fest. Und es geht ab nach unten. Dann schauen wir uns den Rest von der Insel an. Vielleicht wieder unsere Gastgeberin. Mega süß. Und dann sind wir hier bei Winnie Pooh. Das natürlich mit dem Honigtopf. Und hier sieht es ein bisschen arabisch aus. Also, wir sind bei Aladdin. Hier rein. Der Bereich ist wirklich ein bisschen größer gehalten. Also wohl entweder kreativer gewesen oder ein großer Fan. Kommt ja mal drauf an. Hier haben wir noch Jasmin. Den Genie. Und ja, ich komme gerade nicht drauf. Ja, den Fiesen.
Und dann sind wir auch schon mit dem Teil wieder durch. Und ja, es geht Schlag auf Schlag hier. Haben wir natürlich noch Pocahontas. Darf auch nicht fehlen. Und dann geht's hier Dschungelbuch. Würde ich mal raten. Hier kommt man schon wieder zu ein paar Häusern. Ich liebe ja diese Brücken oben. Ein wunderschönes Design dafür. Und schon wieder verlaufen, wie immer. Ach, ist das schön hier. Es ist wirklich schön gemacht. Schauen, was gibt es denn hier hinten noch? Ah, schon mal ein Löwen und bei Hyäne, also König der Löwen. Sehr schön. Passen natürlich auch die neuen Items wunderbar zu. Traumhaft. Mal sagen. Mit Peter Pan gesagt. Eigentlich hier Peter Pan. Hier komme ich auch noch rüber. Sieht hier irgendwie nach Fluch der Karibik eher aus. Okay. Ja, doch, ist es. Also keiner von den Trickfilmen, sondern jetzt also ein Echtfilm. Aber kann man natürlich auch machen. Dann haben wir hier noch Herkules. Ja. Aber im Großen und Ganzen bin ich jetzt überall gewesen. Bisschen schwierig gewesen, so wie immer. Kennt mich ja. Aber die Insel ist wirklich nicht einfach. Obwohl sie eigentlich einfach ausschaut, aber es ist wirklich ein bisschen schwierig, überall hinzukommen. Aber sie ist wirklich super, super schön. Schlummercode findet ihr natürlich wieder unten in der Beschreibung, wenn ihr selber schauen wollt. Und ja, ich hoffe, es hat euch wieder mit mir gefallen und ihr seid bei einer weiteren Schlummerreise wieder mit dabei. Ja, lasst mir doch gerne einen Like, einen Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo da. Das freut mich immer tierisch. Ich möchte nur wieder sagen, bis zum nächsten Mal, eure Nanako.